Herzlich willkommen zu Pinball. Ich hatte ja gesagt, dass ich Mario-Spiele spiele. Oder ich habe es vielleicht auch nicht gesagt, sondern nur gedacht. Und das Spiel hat ehrlich zu sein nicht viel mit, um ehrlich zu sein, nicht viel mit Mario zu tun. Der Witz ist aber, dass ich glaube, es sein müsste, die Person, die diese Maschine bedient, Mario ist. Und das deswegen als Mario-Spiel zählt. Und hier zum Beispiel ist sofort Mario. So. Na, das ist schwieriger als es aussieht. Aber lustig, dass ich das Ganze gleich beim ersten Versuch bekommen habe. Ich wollte es nämlich unbedingt zeigen, damit man wenigstens auch Mario sieht hier. Hallo, bitte. Mist. Ja, die Steuerung ist etwas seltsam. Aber ich werde es schon aushalten. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit wirklich 15 Minuten vollkriege. Aber es gehört auf jeden Fall mit zur Geschichte. Deswegen werde ich es auch spielen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht viel mit Pinball am Hut habe. Oder Pinball. Ich habe es zwar schon gespielt. Ach so, und dann spawnt das. Dann respawnt das. Ja, die Steuerung. Also ich muss halt mit Steuerkreuz den hier betätigen und mit... Ah, Mist. Und mit A betätige ich halt den rechten. Mit Steuerkreuz links und A rechts. Es gibt gerade einiges an Punkten und das war scheiße. Ich wüsste auch gerne mal, was passiert, wenn ich alle Karten aufgedeckt habe. Habe ich sogar noch getroffen. Ach Mann! Oh, knapp. Ah, Mist. Was mich interessieren würde, ist... Ach, jetzt ist der letzte Ball sozusagen. Zack. Komm, ich stehen so? Ja. Es geht ab. Unfair, komm schon. Ich euer Ernst. Zack. Ah, was? Game over. Naja, ich will das jetzt auch nicht zu lang. Also ich will das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Damit würde ich sagen, das war's. Tschüss.